Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute haben wir ein spannendes Thema, und zwar: Warum sollte man überhaupt Optionen handeln? Also gibt es überhaupt einen vernünftigen Grund, warum man überhaupt Optionen handeln sollte? Und warum wir auf diese spannende Frage heute kommen, das erzähle ich euch gleich. Kurzes Intro, los geht's! Folgende Situation. Letzte Woche habe ich ein Video gemacht auf dem Jens Rabe Kanal, und da ging es unter anderem um Steuern und Langfristigkeit und so weiter und so fort, und da war eine sehr, sehr spannende Frage dabei, und zwar hat jemand gefragt: Wenn das doch alles so ist mit dem langfristigen Anlegen und mit Steuern und so, warum handelt man denn dann überhaupt Optionen? Ne? Und das ist wirklich eine interessante Frage, weil wir beschäftigen uns ja hier in diesem Kanal mit dem Thema Optionshandel, und man muss sich ja mal wirklich fragen, warum sollte man denn das eigentlich tun? Weil wenn man doch sagt, okay, man kann auch zum Beispiel mit einer ganz passiven Geldanlage, zum Beispiel in nur einen ETF, langfristig sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen. Warum tut man sich das eigentlich an und macht überhaupt diesen ganzen Aufwand? Warum betreibt man diesen Aufwand, um überhaupt Optionen zu handeln? Und ich habe mich mal hingesetzt und habe mal überlegt, okay, warum machst du das überhaupt? Ne? Also warum, ich könnte ja auch einfach mein Geld nehmen, schiebe es irgendwo rein und lass es einfach laufen. Und mir sind dann aber doch drei Gründe eingefallen, warum es sich lohnt, Optionen zu handeln. Und warum jeder, der hier zuschaut, sich auch mit diesem Thema beschäftigen sollte. Und zwar fangen wir mal an mit dem ersten offensichtlichen Grund. Der erste offensichtliche Grund, warum man überhaupt jede Art von spezialisiertem Handel an der Börse betreibt, ist die Rendite. Also das ist die Rendite, dass man nämlich sagt, okay, die Rendite. Wenn du nämlich als Trader, und ob du dich jetzt als Händler bezeichnest oder als Trader oder wie auch immer, aber wenn du also kurzfristiger im Markt bist als ein langfristiger Investor, dann gibt es nur einen einzigen Grund, warum du das tun solltest, nämlich, dass die Rendite höher sein muss als bei einer passiven Anlage. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, okay, wir schaffen vielleicht langfristig, hat ja jeder von euch so eine Erwartungshaltung. Ne? Was ist die langfristige Erwartungshaltung an die Aktienanlage? Zum Beispiel, dass du ein ETF kaufst, lässt die ETFs einfach laufen oder du kaufst halt Fonds oder was auch immer. Dann erwartest du dir ja so roundabout 8% etwa. Es gibt jetzt gerade aktuelle neue Zahlen, dass Aktien real seit 1900 eine Rendite von 5,1% erwirtschaftet haben. Das heißt, 5,1% nach Inflation. Ne? Inflation schwankt ja immer so ein bisschen, mal ist sie höher, mal ist sie tiefer. Seit 1900 im Schnitt 5,1%, sensationell gut. Gold dagegen nur 0,6%, aber ein anderes Thema. Ne? So, das heißt also, du musst als Trader einfach viel, viel mehr verdienen, damit das Sinn macht, weil du wendest ja Ressourcen auf. Du wendest Zeit auf, das ist eigentlich deine Hauptressource. Du wendest Zeit auf, ne, weil Geld musst du auch beim Investment aufwenden, aber du wendest Zeit auf und dann muss die Rendite schon höher sein. So, jetzt habe ich mir das mal angeschaut auf meine eigenen Zahlen, und ich betreibe Optionshandel jetzt seit 16 Jahren. Seit 16 Jahren handle ich Optionen, und ich habe in 15 von diesen 16 Jahren immer mehr verdient als der Aktienmarkt. Immer. Ne? Also ich war immer positiv, ich habe 15 positive Jahre gehabt, und dann kommt 2018, da habe ich kein positives Jahr gehabt, ne? Das wisst ihr auch, und deswegen muss ich aber für mich sagen, für mich lohnt sich Optionshandel, weil ich langfristig eine deutlich höhere Rendite erziele als am Aktienmarkt. Und jetzt kann man ja vielleicht sagen, ah, okay, jetzt gucke ich mir mal Fonds an beispielsweise oder Managed Accounts oder wie auch immer, da ist doch die Rendite gar nicht so viel höher als am Aktienmarkt. Und da muss man jetzt allerdings eins sagen, das, was für Kunden gehandelt wird, entspricht nicht immer dem, was mit Optionshandel möglich ist. Und zwar aus folgendem Grund. Ich will euch ein Beispiel geben. Ihr verkauft, sagen wir mal klassischerweise, Put-Optionen auf den S&P 500. Okay? So, dann habt ihr, wenn ihr beispielsweise sagt, okay, ihr habt im Monat eine Prämieneinnahme von 1% und ihr zieht das durch, dann werdet ihr halt im Jahr 12% erzielen. So,
Und wenn ihr ein bisschen aggressiver seid, erzielt ihr vielleicht sogar 13%, 14%, 15% im Jahr. Und das ist auch so das, was ich die letzten Jahre immer so erzielt habe, so zwischen 10% und 20%. Das ist das, was immer rauskommt. Es gab auch mal ein Jahr mit 70%, aber sagen wir mal einfach so zwischen 10% und 20%. Ne? Und jetzt ist es allerdings so, und das muss man ganz, ganz klar sagen, wer das zum Beispiel macht, so wie ich das mache, der hat auch manchmal nämlich genau in diesen kurzen Momenten, wenn es mal richtig kracht, letztes Jahr der Februar, letztes Jahr der Dezember, dann hast du mit so einer Strategie auch mal Drawdowns und die sehen dann auch mal böse. Ne? Das heißt, da geht es dann auch mal runter. Aber wenn du das mit vernünftigen finanziellen Mittel machst, das heißt vernünftige finanziellen Mittel, meine ich jetzt hauptsächlich Bezug auf die Positionsgröße, dann kannst du die Dinger ja immer rollen. Du kannst deine Optionen nach hinten rollen, du kannst sie nach unten rollen. Das heißt, du hast zwar Drawdowns, gleichst sie aber relativ schnell aus, aber das ist etwas, was Kunden in der Regel nicht wollen. Ne? Also niemand sagt, ich akzeptiere 20-25% Drawdown. Das wollen einfach viele nicht. Ne? Und auch wenn man es vorher bespricht, hinterher wollen es nicht. Und deswegen werden sehr, sehr viele Optionsportfolios, die in der Öffentlichkeit sind, auch ganz anders gefahren, beziehungsweise spätestens, wenn mal der Drawdown gekommen ist, auch von uns dann umgestellt und gesagt, okay, wir können diesen Drawdown den Kunden nicht zumuten, also fahren wir sie weniger. Aber langfristig, für mich zumindest, eine deutlich höhere Rendite. Punkt Nummer zwei, warum man Optionen handeln sollte, und zwar ist das Korrelation. So, und das ist vor allen Dingen für diejenigen spannend, die sagen, hey, ich habe ja ein Aktienportfolio und da weiß ich ja ganz genau, okay, es gibt halt diese schlimmen Momente, die auch mal ein paar Monate, ein paar Wochen, vielleicht manchmal sogar ein, zwei Jahre sein können, wo die Märkte auch mal nach unten gehen. Und wer jetzt Optionen handelt und jetzt eben nicht nur Aktien oder Indexoptionen, sondern zum Beispiel Rohstoffoptionen, der kann natürlich dann auch etwas ins Portfolio nehmen, was eine andere oder was eine quasi negative Korrelation zum Aktienmarkt hat. Was heißt Korrelation? Beziehung oder beziehungsweise wie bewegt sich etwas im Vergleich zu etwas anderem? Und wenn du eben in einer Finanzkrise, in einem Aktienmarkt-Crash, wenn es nach unten geht, ne? Wenn du dann Aktienoptionen handelst und verkaufst zum Beispiel Puts, ja klar, dann verlierst du natürlich genauso Geld. Wenn du aber in dieser Zeit beispielsweise sagst, ich handle nicht nur Aktien, sondern ich handle zum Beispiel auch Rohstoffoptionen, dann ist das eben etwas, was dir eine ganz andere Glättung in deinem Gesamtportfolio bringen kann. Wir haben aktuell, es ist jetzt Ende April, wir haben nahezu alle unsere Positionen, die wir im Aktienoptionsbereich hatten, runtergefahren. Also wir haben noch ein paar, aber ganz, ganz wenige nur noch. Warum? Weil die Vola so wahnsinnig runtergegangen ist und weil das Chance-Risiko-Verhältnis nicht mehr so gut ist. Das heißt, wir haben das Ganze runtergefahren, aber wir haben natürlich trotzdem weiterhin eine ganze Menge Optionen im Markt, aber eben auch völlig andere Dinge. Wir haben Optionen auf Fleisch, wir haben Optionen auf Getreide, wir haben Optionen auf Zinsen im Markt. Das heißt also etwas, was, wenn die Aktienmärkte morgen nach unten kippen sollten, was uns gar nicht so berühren würde, weil eben die Märkte nicht miteinander korreliert sind. Das heißt, du kannst mit Optionshandel etwas erreichen, dass du eben auch Geld verdienst in Zeiten, wo in den Aktienmärkten mit klassischen Buy and Hold oder Short Puts oder sonst irgendwas nichts zu verdienen ist. So, das war also mein Punkt Nummer 2. Und jetzt mein Punkt Nummer 3. Und das ist Wissen. Und zwar, die Optionsmärkte bieten uns aufgrund dessen, was darin passiert, so viele Möglichkeiten zu erkennen, wann es Wendepunkte an den Märkten gibt, dass es sich definitiv lohnt für jeden, sich mit Optionsmärkten zu beschäftigen, selbst wenn er überhaupt niemals Optionen handeln wird. Ich will mal nur ein paar Sachen aufzählen. Put-Call-Ratio. Ne? All diese Dinge, die ich jetzt nenne, findet ihr genügend Videos hier auf diesem Kanal oder wenn ihr noch was genaueres wissen wollt, schreibt mir es rein, mache ich euch eigentlich nochmal extra Videos zu. Put-Call-Ratios, ganz, ganz hervorragend geeignet, zum Beispiel als Panikzeichen zu erkennen, wann ist zu viel Panik im Markt, wann kann ich wieder einsteigen, also selbst wenn ich keine Optionen handle, wann kann ich wieder Aktien kaufen. Wenn wir uns sowas anschauen, die Volatilität, der VVIX, ne? Ein ganz hervorragender Indikator. Die Terminstrukturkurve der Volatilitätsfutures. Das ist Optionswissen. Das ist Optionswissen, weil es eben aus dem Optionsbereich kommt. Aber du kannst es transferieren in die Aktienmärkte hinein und kannst dir damit sehr, sehr gute Ein- und Ausstiegspunkte an den Märkten suchen. Was haben wir noch? Was schauen wir uns noch so an? Beispielsweise, wie entwickelt sich der VIX, ne? Also die Volatilität selbst?
passiert da irgendetwas an den Märkten? Also es gibt ganz, ganz viele Dinge aus dem Optionsbereich heraus, die du nutzen kannst, um zum Beispiel deine Aktien besser zu handeln oder auch, wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich möchte eine Aktie kaufen, wie kann ich das noch ein bisschen günstiger machen, indem du eben, indem du zum Beispiel Cash Secured Put schreibst. Ne? Es gibt ganz, ganz viele, auch große Händler, also groß meine ich jetzt institutionelle Händler, die niemals eine Aktie direkt kaufen, sondern immer nur über Optionen. Warum? Weil es eben einen kleinen Zusatzertrag bringt. Ne? Und wenn du dieses Wissen hast, Zusatzertrag heißt immer mehr Rendite. Manchmal klingen 1-2% im Jahr nicht viel, zinseszinsmäßig betrachtet ist das gigantisch. Und deswegen sind das für mich meine drei Hauptgründe, um Optionen zu handeln. Erstens, du wirst, wenn du es richtig machst, dauerhaft eine höhere Rendite erzielen als an den Aktienmärkten. Du musst natürlich was dafür tun, das ist ganz klar. Ne? Dann hier Korrelation, du kannst Korrelation innerhalb deines Portfolios deutlich absenken bzw. Schwankungsbreiten absenken. Und drittens, es gibt viel Wissen aus dem Optionsbereich, was du eben auch auf andere Märkte anwenden kannst. Und deswegen meine Empfehlung für dich, beschäftige dich, auch wenn du jetzt noch ganz neu bist, mit dem Thema Optionen. Wenn es viele, viele institutionelle Anleger gibt, die Optionen nutzen, dann solltest du die Frage stellen, warum tun sie das und wie kann ich das für mich auch anwenden? Und du hast viele Möglichkeiten. Ne? Hier auf dem Kanal findest du viele Informationen, du findest auf unserer Webseite Informationen. Du kannst auch bei uns anrufen, trag dich ein für ein kostenloses Beratungsgespräch. Wir zeigen dir, wo du gerade stehst, was du mit deinem Wissen, was du hast machen kannst und wir zeigen dir auch einen Weg, wie du dein Wissen verbreitern kannst. In diesem Sinne, viel Erfolg an der Börse. Danke fürs Zuschauen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Wir hören und sehen uns wieder beim nächsten Video. Und bis dahin euch alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.